Und die startet jetzt. Invictus Esports gegen die Virtual Gorillas. In einem Best of Two auf Cash und Mirage. Denial Front auf unserer ersten Map, dem Map-Pick der Virtual Gorillas. Und das sieht eindeutig aus. Tox versucht es da nochmal. Aber eine Chance hat er nicht wirklich. Also, Invictus mit der Qual der Wahl. Entschließen sich, auf der City-Side zu starten. Und wir sind live in unserer ersten Runde. 4x Kevlar, Kit, Smoke gegen 4x Kevlar, Smoke, Flash und Granate bei Faction. Geht auf einen 4-Mann-A-Aufbau, Quantum in Richtung B. Vielleicht ein bisschen Pre-Fall, ein bisschen Predicten, aber bislang lässt man da nichts wirklich rausbaiten. Respawn. Zinn. Gibt die erste Cross-Smoke. Tür ist offen. Main stepped. Hat also viele Infos. Zinn und Spots hinten defensiv mit der USP. Bekommt instant ins Gesicht. Respawn mit 2. Oh, fast schon 3 schnellen Trades. Aber die Überzahl ist erstmal weg. Und dann kommt vom Highway aus der Quantum Ghost mit Glück. Das ist ein 1-2 gegen 2. Buddy und Ghost gegen Tox und Snow. Und jetzt wird Ghost wieder reingelassen. Kit liegt auf dem Spot. Kann er recovern? Snow in Main. Tox on Sides. Ah, hält den Cross in Richtung Yellow, in Richtung Main. Peekt da mal rein. Kommt offensiv mit der USP. Aber Snow ist beständig mit der Glock. Und das heißt 1-0 für die Virtual Gorillas nach einem Standard-A-Split über Main und Tür. Ah, Respawn die Chance gehabt, dann noch einen dritten zu setzen, hat nicht so ganz so funktioniert. Und erstmal heißt es, klar, auch durch das neue Money System, ab in die Eco-Round. Der nächste Runde gibt es jetzt zum ersten Mal die Farmasses und die M4s. Geht auf einen 4-Mann-A-Stack. Währenddessen der Ghost alleine auf dem Base verleiht die ersten Step-Certs. Und dementsprechend geht es da schon mal etwas offensiver zu. Buddy, Zinn, versuchen die Mitte zu doppeln. Aus Main kommt Mineralbrunnen mit raus. Faction und der Scout. Ah, die Tech 9 im Anschlag mit Quantum und der Mac-10. Erfolgreich, Überzahl wieder hergestellt. Buddy, Ghost, Basebot. Ah, keine Chance gegen die SMGs und die AKs. Und auch die zweite Runde scheint relativ deutlich auf das Konto der Virtual Gorillas zu gehen. Kein Verlust. Entsprechend 3 Frags mit der Mac-10, also auch ein bisschen Geld gut gemacht. Könnte vielleicht jetzt ein kleiner Nachteil sein, wenn man nicht auf 5 AKs upgraden würde. Das heißt, AKs gegen M4s und seine Farmers. Ein Kit, immerhin ein paar Smokes, ein paar Flashes in Händen von Invictus, um die dritte Runde der Gorillas abzuwehren. Erstmal einen breiten Aufbau, alles up-aim, alles halten. Main, Tür, Mitte, Booster. Genauso wie den Basebots. Invictus mit einem relativ offensiven Mitte-Hold. Buddy im Vent, im Z war der Mineralbrunnen und unten Close to 10. Ja, gibt den ersten guten Schaden. In der Tür gegen Quantum. Faction auf 50. Und immer noch 10 in den Boost hält. Tux. Unglücklich. Nicht damit gerechnet, dass unten eine Close-Stick-Granate macht ganz wenig Trade-Damage. Die zweite ist da schon deutlich besser.
scheint sich jetzt in Richtung A-Spot aufzubauen. Zu dritt über Tür und Mengen oben. Warte ich wieder. Respawn um Mineralbrunnen. Dass sich da endlich was zeigt. Nur Zeit haben sie noch genügend. 50 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt erst bekommt Sinn von der Tür ordentlich einen mit. Versucht ein bisschen zu pre-firen. Kann gerade so die Granate dodgen und noch ein bisschen Damage hinterher drücken. Und trotzdem geht's rauf. Ab auf den Spot. Mineralbrunnen. Close jetzt mit der Hand für den ersten. Flashback saß sich im zweiten. Und den dritten schafft er nicht mehr. Aber der Schaden ist gut. 12 HP, One-Shot und a Medal. 1 gegen 2 Unterzahl. Spray sitzt nicht. Auch Respawn macht 2. Erfolgreiche erste Runde auf dem Konto von Invictus. Jetzt heißt's anknüpfen. Die Virtual Gorillas gehen in eine Faustball rein mit gerade mal 2 AKs, 3 Deagles, ganz, ganz wenig Utility. Haben 4 Mann, die defensiv vor B stehen. Quantum mit der AK mit ein paar schnellen Granaten vor Main. Und da ziehen sie sich direkt mal aus dem Mitte ein bisschen defensiver zurück. Zinn, Mineralbrunnen beim etwa direkt offensiv. Währenddessen natürlich jetzt Buddy und Respawn versuchen Richtung Main da ein bisschen was zu sehen. Erster Entry auf der Base mit dem ersten Deagle Headshot. Zinn im Vent zieht sich zurück, gibt den ersten Trade. Und die Base ist weg, auch die Bombe gelegt wird. Es sind immer noch 3 Deals. Gibt eine erste, eine zweite Flash unten aus dem Vent, ein Checkers. Zinn sieht on spot, Under Heaven, Faction raus, Tux, Muddle, bekannt, 2 gegen 4, die Eagle Shots gehen nicht rein und dann ist es Quantum, der von hinten kommt, Under Heaven. Ah, guter Schaden, aber es reicht nicht ganz. Die Fuse geht durch, direkter 2-2 Ausgleich. Auch der Bombplant hilft nicht ganz. Mit dem Virtual Gorillas. Trotzdem Force Tux eine AWP mit Kevlar und Helm. Der Rest kauft gerade mal Pistols nach. Wieder 3 Deagles und Tech 9. Kein Kevlar, keine Nades vom Rest des Teams und eben nur die AWP, die jetzt abliefern muss. Ist natürlich ein großes Risiko, wenn man mit der AWP vielleicht eine gute Chance hat. Buddy mit dem ersten guten Pre-Fire, sieht da Faction close und Tux bekommt bislang keine Chance. Und somit gibt's instant die 2 gegen 5 Unterzahl, nur noch ein Deagle und eben der AWP. Bombe, immer noch ein B-Connector. 2-1-2 Hold von Invictus. Darf jetzt bloß keinen Fehler machen. Frage, ob man weiß, dass Tuxe die AWP hat. Quantum ab und zu mal reinpieken Richtung Checkers, Richtung Mitte, falls was offensiv gepusht ist. Ah, sie hoffen so ein bisschen auf die Offensivaktion. Aber warum sollten jetzt hier Invictus in einem 5 gegen 2 ohne Verlust gegen vermeintlich Deagles offensiv irgendwo durchpushen? Denn die Zeit läuft ja für sie. Buddy hält die Box, riskiert nochmal etwas offensiveren Blick hinten wegen Toxic. Huiuiui. Der kam aber ganz schön schnell raus, der Headshot. Tja, und der Force bei der AWP scheint sich nicht bezahlt zu machen. Toxic, ich bekomme jetzt kein Geld. Bleibt also nächste Runde erneut auf AWP, Kevlar und Helm sitzen. Nur der Rest kann man eben mit 3, 4, 5.000 AKs und Kevlar nachkaufen. Rüber-Round bei Invictus, Witcher Gorillas ebenfalls mit vielen Smokes, Flashes, Nades in der Hand. Nur Tux hat immer noch nur die AWP, Kevlar und den Helm. Molotov auf dem Bus liegt nicht allzu optimal, da könnte Tux vielleicht mal pieken. Ein Mineralbrunnen, Granatenschaden hält sich etwas in Grenzen. Man bleibt erstmal beim breiten Aufbau. Nachdem der erste Mitte-Peak vom Booster aus nicht so erfolgreich war.
nochmal über Main eventuell, der Bombe. Mit Snow. Faction an der Tür. Schon drei CTs auf dem A-Spot. Respawn. Sucht doch ein bisschen zu pre-firen. Aber kommt da ebenfalls den ersten Damage ab. Press kommt langsam aus Main raus. Bombe repicken. Muddle hinten mit nach. Und in der Mitte steht noch Quantum. Gibt eine erste Flash raus. Flasht sich selber. Das ist ein bisschen unglücklich. Molotov bringt die Tür rein. Ein paar wichtige Sekunden raus. Gerade die sie brauchen, um vielleicht zusammen jetzt das Ganze in Richtung Spot zu koordinieren. Buddy im Vent. Dem ersten Vorteil für die Virtual Gorillas. Und Mineralbrunnen hört viele Steps. Der weiß jetzt, da kommen sie in Richtung Baseball. Schaut weg. Ja, es wird gedoppelt. Und ja, plötzlich geht's hier aus dem eigentlich A-Aufbau auf die Überzahl ins 5 gegen 3 auf den Baseballs. Respawn, Ghost im CT, Zinn kann nicht durch, B-Connector steht. Man bekommt eben keine Entries im Retake. Und somit heißt es, Waffen speichern, durchbringen. Nach drei Runden ist also erstmal Schluss, die man am Stück holen kann. Virtual Gorillas. Mit einem schnellen B-Go, zwei schönen Entries im Vent und auf B mit einem direkten 3-3-Ausgleich. Und auf beiden Seiten wird das Geld so langsam knapp. Klar, noch immer 2, 2,5 bei den Gorillas auf dem Konto. Das heißt, sollte man verlieren, die Bombe legen, ist der nächste Baron sicher. Nur bei Invictus. Jetzt langsam brenzlig. Mit 300, 0. Muss also aufpassen, dass man, wenn man die Runde abgibt, vielleicht nicht allzu viele Spieler verliert. Wieder schneller, gemeinsamer 4-Mann-A-Aufbau. Zinn, Respawn. Ah, gab den Boost auf die Box oben drauf. Eine Flash in Main. Mal kurz reinpieken, nichts gesehen. Respawn ordentlich am Distracken. Und die Frage, hat Snow den Blick auf die Box? Gibt die ersten Granaten on spot. Respawn auf 70. Jetzt runter auf 14. Der Molotov hinter ihm. Forst ihn so ein bisschen aus der Position. Das gibt eine erste Popflash rein. 10 ist blind. Und dann eben auch die zweite Crossmog. Nur checken sie oben die Box. Immer tief rein. Der kleinen Überzahl, die sie jetzt haben. 10 ist in der ersten raus. Doch für den ersten, den zweiten. Jawohl, schöner Schaden. Um den müssen sie erstmal traden. Tux kann nicht aus Main rauslaufen. Quantum ebenfalls nicht. Und die Bombe, die liegt zum Glück noch hinten in Main selbst. Könnte man also recovern? Nachdem es zwei schnelle Trades auf dem A-Spot geben könnte, durch eben 14 und 19 P bei Respawn und 10. Eine Quantum jetzt reingelassen worden, nachdem da Buddy mit der Orb zum zweiten Mal erfolgreich war. Mitte wird schon gepusht, Mineralbrunnen. Mit einem guten Timing, den hinten zuerst gesehen. Erneute Führung für Invictus Esports, wird für Gorillas, wie angesprochen, auch ohne Bombplant mit 4.500, also nochmal AKs, Kevlar, Granaten und auch eine AWP in die Hände von Quantum. Nur da ohne Kevlar. 4-Mann B-Aufbau. Auch der fünfte. Gesellt sich etwas weiter Richtung Mitte, um schnell vielleicht über die Mitte schieben zu können. Buddy ist den ersten Mann durchcrossen, bricht ab. Instant direkt der Molotov, die Flash hinterher. Dass man da ja nicht einen ersten Vorteil Richtung B holen kann. Mineralbrunnen schön aus dem Vent raus mit einem, mit fast zwei on spot. Gibt's den ersten, den zweiten Trade und ein 3 gegen 3. Das heißt, alles machbar, alles möglich. Und die Nate, tja, die nimmt Faction aus der Runde raus. Und nur ein bisschen zu faken, mit ein paar Granaten. Aber Respawn, er hört die Steps in Richtung A-Spots. Und somit sind sie schon mal an am Schieben. Über den Highway, über den CT-Spawn, erster Flight for Main. Die saß immerhin gegen Tux. AWP piekt blitzschnell in Richtung Highway, holt sich Respawn. Das ist ein 2 gegen 2 mit jeweils einer AWP und einer Rifle in der Hand. Zwei Flashes bei den Gorillas, eine Smoke bei Invictus. Ja, gute Afterplans. Bombe zwar defensiv gelegt, dafür Tux an der Tür, Step laut.
Quantum weiß, Main steht, trifft den zweiten AWP-Shot nicht und Tür ist bekannt. Und den holen sie sich jetzt. Quantum, Peak 3, einfach Doppelpeak, oben der Boost. Und eben ganz einfach defused. Invictus bleibt diesmal in Führung. Sichert sich jetzt 2 Runden Überlegenheit. Trotz Bomblet heißt das Pistol Ikerond. Diesmal schneller Aargau. Ghost. Schöner erster Shot. Reef in der Molotov hinter die Mauer. Ghost wird gepusht. Aber dritten, zweiten auch noch. Obendrauf auf Red stehen sie. Ghost zum dritten. Den vierten kriegt er nicht mehr. Dafür wunderschönes Full House zwischen Ghost und Respawn. Und so langsam geht es bei Invictus immer weiter in Richtung 8. Runde, Richtung sichere Halbzeitführung. Man muss nur aufpassen, dass man jetzt das Momentum nicht komplett an Invictus abgegeben hat. Booster kommt erst spät, Zinn dafür schon im Vent drin. Und dafür bekommt Ghost erstmal von der AWP ins Gesicht. Und als Konsequenz Respawn offensiv in Main. Zinn aus dem Vent raus. Ah, hat die Schüsse in der Mitte. Buddy auf dem B-Spot ebenfalls mit der Orb. Hin. Drauf, dass er vielleicht im Moment Besuch bekommt. Mineralbrunnen im Z. Schaut nochmal, aber an der Whitebox steht schon Faction. Der Scope gehört. Zinn bleibt defensiv. Oh, schöner, schneller Peak aus der Mitte. Sie stehen kurz vorm Welt. Und Zinn ist da, bekommt im Sprung. Huiuiui. Unterzahl für Invictus. Buddy mit der Orb on Spot holt sich Quantum ab. Tux und Faction müssen traden, bekommen den Verschieber vom A-Spot rüber. Und Buddy mit der AWP close am Heavens. Go 3. Oh, läuft unglücklich raus. Und schlechter hätte es nicht laufen können. Also der Vormarsch in Richtung Halbzeitführung. Erstmal denied. Mit einer richtig guten Prediction. Versucht mit Granaten so ein bisschen Schaden zu traden, die ist aber unglücklich ab. Und dann gibt es erneut den ersten Vorteil für die Virtual Gorillas. 10. Wieder close unterm Booster. Oh, geht ein Risiko ein. Pusht Mitte offensiv hinter die Smoke. Hört viele Steps in Richtung A-Spot. Und somit wissen Mineralbrunnen und auch Respawn schon mal Bescheid. Zinn passt nur auf, dass nichts wieder Richtung B zurückläuft. Hat eine unglückliche Position. Und jetzt eben haben sie kein Infospiel. Wir wissen also nicht, gehen sie Richtung A, gehen sie Richtung B. Das ist jetzt die Frage. Und scheinen damit zwei Mann auf dem A-Spot gar nicht mal schlecht bedient. Flash kommt, Mineralbrunnen komplett blind. Und da kann auch Respawn nichts gegen tun. Flash mal auch hinten am Highway hoch. Am Auto. Gibt mir Defensiv Smoke rein. Er und Buddy sehen also nichts mehr. Da stehen sie schon close mit Snow, Quantum. Und die Waffen gehen sie durchbringen. Kein Risiko mehr. Auch hier ist Geldtechnik hier viel vorhanden. Klar, 7,5 bei Ghost und der Rest mit deutlich weniger. Könnte vielleicht ein paar Rifles droppen. Sollte kein Problem sein. Buddy unterm Vent. Ah, da kommt Tux. Hat Zeit zum Scopen. Wird euch jetzt nicht bekannt. Im Heaven CT kommt nochmal Quantum. Action. Oh, gerade noch recht. Ich hab nicht Glück.
bekommt einen Anschuss ins Bein oder in den Arm und geht halt nicht drauf. Pistolico für Invictus. Ein bisschen kleiner Worst Case, denn jetzt könnte es zum Ausgleich kommen, zum 6:6. Also auch die Wischigeras könnten sich immer weiter in Richtung 8. Runde spielen, versuchen es wieder offensiv in Main und an der Tür. Ghost, Respawn zusammen mit den 5-7s, gucken in Richtung Mitte. Oh, drücken da zwei Headshots und die Bombe droppt. Granate mit der reingeworfen, die macht richtig gut Schaden. Wenn man das Mineralbrunnen Info hat. Okay, in der Mitte steht Faction. Schaut ein bisschen zu spät nach links, reicht trotzdem noch. Und das ist ein 2 gegen 4. Ja, teilweise gutem Schaden. Snow auf 11 HP, Quantum auf 60. Aber auch Respawn und noch 50. The Smoke, die 5-7, Kevlar. Hat eine AK vor sich. Ja, die haben sie nicht weggeworfen. Und die Frage, ob er sie noch recovern kann, ob er sie noch durchbringen kann. Die nächste Runde zog sie jetzt schon close auf dem A-Spot. Ja, sie gehen sehr langsam und sehr behutsam auf die Jagd. Die ich auch hier brauche, ist ein bisschen Geld auf der Economy. Ein bisschen Beständigkeit, ein bisschen Sicherheit ist noch nicht vorhanden, von daher möglichst wenig weitere Verluste einfahren. Roblinger bekommt da keine mehr. AK wird durchgebracht. Beim 6:6 Ausgleich. Erneute Byron. Bei Invictus, wie man es hier zum Ausgleich hat kommen lassen. Schulter vielleicht gerade durch die Pistol Ecorounds. Aber jetzt wieder mit AWP. Quantum in der Mitte. Er schaut Richtung Zeck. Ah, durch diesen kleinen Spalt zwischen dem Boost und dem Roof. Action. Main schon an der linken Seite. Muss da aufpassen. Zinn steht relativ offen in Main. Oh, Steel links sehr, sehr spät. Und es gibt keinen Trade. Respawn im Molotov. Ghost Nate ab. Aber auch da gibt es den zweiten End. Und jetzt erst ein Trade. Sehr, sehr spät. Und da könnten sie versuchen, gerade mit dem Frag auf den B-Spot so ein bisschen Verwirrung zu stiften. Den A-Spot relativ schnell einzunehmen. Respawn hört die Granaten, hört die Steps. Ist aber auf 30 HP angeschossen. Also instant One-Shots. Und Mineralbrunnen muss schnell sein, muss schieben jetzt. Molotov fliegt, ist also bekannt. Schaut Richtung Spot, erwischt Hux auf dem falschen Fuß. Quantum von rechts, Meryl von links, auch der hat kein Glück und das ist ein 1 gegen 1. Nur Mineralbrunnen, bislang nicht bekannt, hört den Scope der AWP und Quantum. Oh, die Tür ist offen, liegt hinten defensiv, Mineralbrunnen lässt sich Zeit. Quantum ohne Chancen. Erneute Führung für Invictus Esports. Und im ersten Versuch die Halbzeitführung zu beanspruchen für Invictus selbst. Ah, die Gorillas haben nochmal alles investiert, was man irgendwie aufbringen konnte. Eine Faction hat noch $4.000 Reserve auf der Bank. Zinn in Main erfolgreich. Bombe liegt noch hinten defensiv. Na, die Frage, ob er nochmal reinpickt. Smoked erstmal ab. Und weiß, okay, da gibt's Antwort drauf. Muddelt schon da mit der A-Karte ein bisschen reingeschossen. Lässt die Mitte sehr defensiv nur gehalten. Den Fokus eher auf B und auf Main. Dessen Buddy und Ghost sich drauf warten. Fenster aufgeschossen. Alle vier Mann kommen jetzt laut. Steppen.
Also schon mal wichtige Infos. Ein paar erste Granaten fliegen gerade. Molotov, eine Flash, Ghost mit dem Shot nicht. Biegt nochmal nach, aber instant trade. Und dann kommt Buddy. Hinten in der Dusche, Muzzle. Von Spot auf 30. In einem 1 gegen 3. Reese und Molotov Richtung Spot. Mit Ralfbrunn pushen einfach rein. Bombplanter rausgenommen. Und der Defuse geht ganz sicher durch. Das ist die sichere 8. Runde für Invictus. Letzte Runde der ersten Halbzeit, nochmal eine AWP, nochmal die Doppel-AK auf dem B-Spot. Oh, und im schnellen ersten Entry. Diesmal ist es bei dir traden kann. Pick nochmal weiter, hier weiß, wie der On-Spot steht. Komm, im Molotov, wirft da nochmal irgendwo hin. Und vielleicht nochmal ein paar Spots zu denyen. Bombe droppt, ist erstmal nicht On-Spot. Das ist eine kleine Überzahl. Wieder Hagelsgranaten, drei Mineralbrunnen, bleibt defensiv. Traut sich ja nicht offensiv raus, warum auch? Erstmal die Bombe liegen lassen und dann die Überzahl ganz einfach ausspielen. Smoke liegt on spot, respawn, guckt von oben nach links, Cruncher mit 8 HP. Und Muddle hinter der Smoke, keine Chance gegen Ghost 5-7. Drei Runden Führung für Invictus. Nach der ersten Halbzeit auf Cash. Beide Seiten mit guten Runden bisher. Topfrager sehen wir aktuell. Respawn, Mineralbrunnen, Buddy 13, 13, 12. Quantum mit 16. Ah, Muddle mit 3. Tux mit 5 und Snow mit 6. Ich hänge ein bisschen hinterher. Was die Performance angeht. Beide Seiten mit noch einer kurzen Verlängerung der Pause. Haben wir die Chance, weil Team so ein bisschen sich taktisch neu zu formieren. Vielleicht gerade für die Pistol Round. Da noch ein paar spezielle Tricks zu erörtern. Und dann eben gemeinsam den Start in die zweite Hälfte zu feiern. Gucken mal in die Erweiterstatistiken rein. Wenn es denn funktionieren würde, was scheinbar nicht der Fall ist. Ah, da. Da müssen wir wohl uns gedulden. Also, Invictus ist ready. Und der Mitchell Gorillas scheint es noch ein bisschen zu dauern. Auch hier ist man entsprechend ready und endlich geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Zweite Pistol Round. Die Gorillas liegen 3 Runden hinten. Und dann Victus. Kevlar. Kit. Eine Granate. Gegen dreimal Kevlar. Doppelsmoke, Doppelflash und ein Molotov bei Zinn. Man geht auf einen breiten Aufbau. Respawn, Zinn mit den Granaten vor B. Und dessen sich der Rest erstmal Richtung Tür sneakt. Und ein bisschen auf die All-Rotation hoffen. Snow, Muddle, Vent offen, gibt die erste Rotation von der Mitte, auch fast schon die zweite in Form von Tux. Erste Flash aus Main raus. Tux, Faction, jawohl, schöner erster Klick. Den zweiten kriegt er nicht gedoppelt.
nachdem sie jetzt zu viert über Main, Tree und Tyree auf den A-Spot committen. Mitte noch defensiv halten. Zinn ist da vom Vent. Respawn. Na, und er braucht Hilfe jetzt. Schafft's aber alleine. Alle drei übers Auto. Tux, Quantum, Muddle. Sie haben einen Kit. Und eine Granate. Also durchaus eine Chance, hier in Retake zu meistern. Aber nicht, wenn ebenfalls Buddy schon die USP in der Hand hält. Und der Schaden einfach zu groß ist. Ah, verklickt sich da auf die rechte Maustaste. Von hinten wurde er schon gepusht. Somit haben wir die erfolgreiche Pistol Round in den Händen von Invictus Esports. Und der 11. Runde steht so gut wie nichts im Weg. Ja, Mitte mit dreimal gehalten, kurz gestackt, weniger erfolgreich. Muddle versucht's ja, offensiv in Main. Faction bleibt auf dem A-Spot stehen. Bekommt ein paar erste Granaten mit und Victus versucht es über Z auf den aktuell leeren B-Spot. Erste Barons für die Virtual Gorillas. Schafft man es vielleicht jetzt, mit Erfolg einzufahren? Kevlar, M4s, Granaten, kein Kit. Währenddessen es immer noch ein paar kleinere Defizite gibt, in Form von der Ump und der Galil. Bei Ghost und Mineralbrunnen. Wir sehen Captain Boost in Vent. Zwei auf A, das waren zwei in der Mitte und einer auf dem B-Spot. Snow mit einem guten Schaden gegen Zinn. Auch Rüster bekommt schon einen mit Quench und im ersten richtigen Vorteil. Buddy versucht da vergeblich VP zu traden, wirklich viel bekommt er nicht hin. Ist also eine kleine Überzahl für Invictus. Jetzt hier gegen die erste Byron. Quantum noch immer an der White Box, aber auch der bekommt erstmal ins Gesicht. Und jetzt dürfen sie weder auf A noch auf B zu viel riskieren. Muddle, offensiv, will stoppen sie unter, Ghost, aber instant trade durch Snow. Und jetzt darf Zinn nicht wirklich viel einstecken, Mineralbrunnen mit der ersten Granate. Holt sogar Snow noch raus vom Spot. 2 gegen 2 mit kleinem Vorteil für die Gorillas. Faction im Heaven, Tux schiebt hinten über den B-Connector. Er hört den Step-on-Spot, beide stehen sie auf dem Bombspot B drauf. Haben noch eine Flash in der Hand bei Zinn. Tux, Molotov, Faction, ebenfalls eine Flash und erstmal die Ecken checken. Erstmal die Kiste säubern. Checkers. Ganz wichtig. Richtung Spot schauen. Oh, Zinn. Der ist ja offensiv. Und mit Mineralbrunnen ist da. Hat jetzt keine Granaten mehr. Kommt close und Tux macht das perfekt. Diffuse. Geht durch. Der erste Erfolg für die Virtual Gorillas auf der City-Side. 11-7, nur noch 4 Runden Defizit. Aber auch Invictus kann voll nachkaufen. Aber erstmal gibt's die nächste taktische Pause. Also noch ein bisschen Taktik justieren. Bisschen die Feinabstimmung. Ich frage mich, ob er vielleicht eine kleine Schwäche entdeckt hat oder entdeckt haben möchte. Vielleicht dann gemeinsam Go Richtung A-Spot verbringen möchte, über Main, Tür oder erstmal die Mitte kontrollieren. Will ich alles fragen über Fragen, die jetzt im Raum stehen bei Invictus Esports.
Weiter geht's in Runde Nummer 19. Vier Runden liegen die Gorillas hinten. Brauchen jetzt ihre Anschlussrunde, denn sie haben keine Reserven auf der Bank. Das ist keine nennenswerten. Victus ebenfalls mit vollem Risiko. Und vier Mann in Richtung Main, in Richtung Tür. Mineralbrunnen mit einer ersten Flash in Richtung B-Spots. Das zieht sich aber instant Richtung Mitte zurück. Und von daher schiebt auch Tux wieder zurück auf den A-Spot selbst. Erste Crossmore kommt rein. Tux am Yellow, Faction defensiv im Quad. Na, die Flashbang sitzt gar nicht. Tux mit einem aber instant Trade und Faction. Oh, Schatz sah gerade noch so raus, währenddessen jetzt der Trade kommt. Und vielleicht kann ja Quantum, der schon close am Highway stand, noch ein bisschen Schaden auszahlen, bevor die Bombe gelegte Force in den Retake geht. Und genau das ist der Fall. Überzahl Gorillas. Ghost on Spot. Mineralbrunnen in Main mit einem schnellen Pick Richtung Yellow. Schaut mal. Erstmal nicht in Richtung Highway. Sieht unten links Close Snow. Eine erste Flash von Ghost. Und Spot war er blind, der Model. Und der Spinner und sieht's gerade so. 50 gegen Full Life. Snow hat ein Kit, hat die FPS. Guckt Richtung Quad. Und der Retake sitzt. Erfolgreiche Anschlussrunde. Für die Gorillas und eben ungenügenden finanziellen Mitteln bei Invictus Esports selbst. Pistols only. Ein paar Nades und ein scheinbar schneller B-Rush. Den scheinen die Gorillas aber zu predikten, halten den Baseball also erstmal temporär mit drei Mann. Den relativ defensiv, gibt eine erste Cross-Smoke, viele Steps. Na, die Nate macht keinen Schaden, sie schauen mal Richtung Spot, müssen aber aufpassen am Kirby. In der Ecke steht Muddle, Instant Trade Contraction, Snow, die brennen beide an. 14er P hat er Glück hinten in der Ecke und schafft es trotzdem noch ein bisschen Schaden auszuteilen. Quantum wartet, bis die Rotation vom A-Spot kommt und Tux sieht sie beide, holt sich den ersten und den zweiten auch noch. War eine schöne Idee. Aber die Rotation kam halt einfach viel zu spät. Und man konnte dann eben nicht mehr mit Pistols only das Ganze gewinnen. Von 4 auf 2 Zähler Defizit. Invictus mit der ABP bei Ghost. Bekommt erstmal keinen Boost in der Mitte, versucht es in der Mitte direkt. Granatentechnisch wird der Gorilla sehr limitiert. Nur noch zwei Smokes, vier Flashes und einer Nate. Und wenn die ihren Nutzen nicht entfalten, könnte es ein eventuell einfaches Spiel sein für Invictus. Mindestens wenn es darum geht, sich mit Smokes, Molotovs und Flashes den Weg in Richtung Bombspot zu erarbeiten. Versucht's weiter im breiten Aufbau. Mitte up-aim, Booster schauen, Main schauen, Tür, VB. Na, merkt jetzt okay, die Mitte ist komplett offen. Müsste also irgendwo einen kleinen Stack geben, sei es auf A oder auf dem B-Spot und Tux. Steht da schon sehr, sehr offensiv. Buddy, sie doppelt smoken Z, ein bisschen unglücklich. Dafür so viel Utility zu verhauen. Es gibt schon die erste Generation. Snow stellt sie defensiv hinter Z. Jetzt geht der Vent auf und das könnte vom Timing her unglücklicher nicht sein. 20 Sekunden. Erster Entry sitzt. Muddle defensiv. Links erste Box. Die Steps close in Richtung Spot. Wird nicht gecheckt, aber reicht nicht, um 2 hier zu sprayen. 2 technisch. Ah, Bomber hier war noch gelegt. Quantum im Wind, unten Buddy, steht perfekt, Faction. Tilk hat den Fokus unten drunter, Granate macht guten Schaden. Sie müssen sich entscheiden, im 2 gegen 4. Ist es noch sinnvoll, hier in den Retake zu gehen, oder wäre es sinnvoller, einfach die Waffen zu sichern?
das Equipment in die nächste Runde mitzunehmen. Und Tux, nee, einen einzigen Vier. Das Risiko geht er nicht mehr ein. Der Weg in Richtung Ausgleich also erstmal aufgehalten. Der Vorsprung vergrößert sich wieder um einen Zähler. Starker Schaden. Und das gegen den Forceball. Da müssen wir aufpassen jetzt. In VB geht es schon etwas offensiver zu mit Zinn und Buddy. Der hat eine gute Prediction, die er gerade in der kleinen Kante gespottet. Snow, noch defensiv auf dem Spot. Gesehen worden. Steht Open Field. Und wieder müssen sich Tux und Quantum fragen, ist es sinnvoll, hier nochmal unsere beiden Rifles zu riskieren? Na, Heavensmoke liegt nicht, dafür pusht unten Zinn schon im CT durch. Tux, Quantum. Ordinate, ist richtig gut. Das ist unglücklich, das ist richtig unglücklich. Gerade jetzt, wo es teilweise richtig knapp ist und der Druck natürlich immer größer wird in jeder Runde, die da Invictus näher in Richtung sicherer 16. Runde sicherer Matchgewinn geht. Zwei Runden noch. Und wir sind sicher in der Overtime. Aber bis dahin gibt's noch mal eine Pistol Eco Round von den Virtual Gorillas selbst. Quantum mit noch denied, die Waffe durchzubringen. Das heißt erstmal Pistol Eco Round. Eine einzige P250 gibt es. Aber das ist auch alles. Ein 4-Mann-A-Stack, Snow in der Mitte, sie pushen schnell Main rein, respawn. 2, 3, 4. Hat nochmal Glück mit seinen 26 AP. Aber die Runde schon so gut wie gewonnen. Snow könnte gehört werden von Mineralbrunnen, aber bekommt dafür instant ins Gesicht. Letzte Chance für die Virtual Gorillas. Bevor man diese ausspielt, geht's erst nochmal in die taktische Pause. Es ist Do or Die Time für die Virtual Gorillas. Jetzt oder nie. Hat kein Geld für eine AWP, muss also auf Rifles und SMGs ausweichen. Zwei Defuse Kits für Tux und Faction. Ein paar Granaten dabei. Deine Scouts. Um vielleicht noch ein bisschen mehr Utility zu kaufen. Natürlich insgesamt kleine Defizite im Vergleich mit der Baron von der Victor selbst.
Ghost bekommt den Boost auf die Redbox. Ah, boostet selber. Mit seiner Whitebox Faction mit der Scout. Guckt mal Richtung Booster, Richtung Mitte. Zweit auf dem B-Spot und zu zweit auf dem A-Spot. Ah, schöne, schnelle Infos in Richtung Tür. Buddy muss nur aufpassen, dass gleich gepusht wird. Falls sie da sich entschließen sollten, die Tür offensiv reinzugehen. Granatentechnisch schon fast alles verworfen. Nur drei Flashes und eine HE-Granate in der Hand bei Vimpetal Reverse. Das könnte so ein bisschen der Punkt sein, in dem Evictus vielleicht ein bisschen einfacher mit gerade vielen Smokes auf den A-Spot draufkommen. Die kommen jetzt mit drei, vier Smokes in Richtung Spots. Snow, Quantum, genauso wie Faction an der White Box. Ah, sie hören viele Steps, Flash am Yellow, aber Instant Trades. Schaden gegen Buddy gar nicht mal schlecht. Bombe offensiv für kurz gelegt. Faction ist abgesmoked. Und trotzdem eine kleine Überzahl für die Virtual Gorillas. Und die Bombe. Oh, sie haben die schlechtesten Afterplans, die man sich nur wünschen könnte. Main linke Seite, erster Flash. Bombe liegt hinter Red. Das heißt, kann auch nicht in der Tür abgehalten werden. Aber zum Glück für Victus haben sie keine Smoke. Das heißt, sie können die Bombe nicht absmoken. Nicht einfach defusen. Buddy, bekannt in der Tür. Onspot immer noch. Stehen sie mit zwei, drei Mann. Ghost zum ersten, aber nicht zum zweiten. Und mit Kids. Eigentlich eine einfache Sache, aber auch ohne. Oh, reicht auf jeden Fall. Hey, knappes Ding, aber der Erfolg ist da. Der erste Versuch schlägt also viel. Victus versucht es jetzt vermehrt in Richtung B-Spots. Muss man aufpassen, im Bench steht Faction schon drin. Sie doppeln die Mitte, sie doppeln B und haben also vier schnelle Einsatzkräfte auf dem B-Spot. Oh, die Faction, der hat nicht geschaut, dass im Vent was drin steht. Faction muss raus und holt trotzdem noch einen Mann. Tux im Heaven stellt sich close. Ah, in Richtung Kirby, jetzt in Richtung Spots. Mit Muddle on Spot defensiv. Man läuft da gut in die Granate rein, ist gesehen worden. Am Headshot steht er, duckt sich, aber kann trotzdem noch Buddy rausnehmen. Und das ist eine Zwei-Mann-Unterzahl, mit der jetzt hier Invictus kämpfen muss. 10 im CT steht Quantum mit der Orb. Im Vent kommt Snow langsam mit der Farmers. Und Ghost. Im Scope mit der AWP, wenn Snow ein gutes Timing hat, gibt's da instant die 11. Runde, aber Muddle ist schneller. Und auch der zweite Versuch geht erstmal in die Hose. Hat aber immer noch genügend Reserven auf der Bank. Immer noch 4-4, 3,5 bei Respawn und Buddy. Puffertechnisch bei Virtual Gorillas. Nicht wirklich viel vorhanden. Wir haben Quantum mit 3000, Snow mit 2000. Sollte man hier jetzt eine Runde verlieren, wird's auf jeden Fall kritisch. Da nochmal sich in Richtung Overtime zu kämpfen. Wir sehen, nach dem Versuch zusammen auf A und zusammen auf B zu committen, erst wieder einen breiten Aufbau. Das Ganze etwas gelassener, etwas ruhiger. Man gruppiert sich langsam. Zu zweit Richtung Mitte. Zu zweit. Ah, vom Booster mit einer ersten Z-Smoke. Quantum schaut in Richtung Mitte mit der AWP. Gibt eine erste Flash rein. Peakt blitzschnell. Und Buddy ist raus.
Respawn, fliegt nach, drückt guten Trade Damage. Faction auf 60, also noch einen schnellen Trade gesetzt. Und der Türzin erstmal defensiv, wartet auf seinen Moment. Die Rotation kommt aber eher in Richtung B-Spots. Und da steht Marvel im Kirby mit eigentlich gutem Schaden. Deswegen sitzt nicht ganz. Tux im CT-Spawn und Mineralbrunnen 1 gegen 3. Und auch der ist bekannt, hat 12 Sekunden. Bombplant für extra Geld bricht er erstmal ab. Oben muss er aufpassen. Helfen steht, CT steht. Und Tux könnte ganz einfach frech durchpushen, den Bombplant denyen. Und Invictus kein extra Geld zusprechen. Pistols, Granaten, einmal Kevlar. Vielleicht nochmal ein stilles Bego. Mit ein bisschen Überraschungseffekt. Gegen Muddle und Tux. Mal Doppel M4 mit immer noch einer Flash, einem Molotov. Der Molotov kommt gut. Na, den könnten sie löschen. Nehmen trotzdem viel Schaden in Kauf. Tux on spot am Headshot. Der erste Entry-Sitz, der Bombplant geht durch. Da fliegen erstmal keine Nets in Richtung Default Plant, die Smoke in Richtung Heaven, dass da keiner peeken kann. Und immer noch drei Flashes. Die erste M4 für Buddy, muss er erstmal reloaden, kostet ein paar Sekunden. Dann ist Buddy raus, durch eben die AWP, Ghost unten, close mit der Vito 50, die holen zwei, aber nicht die dritten. Oh, ist das unglücklich. Die Gorillas drehen weiter auf. Und geben Invictus nicht das, was sie möchten. In Form der sicheren Overtime. Jetzt geht's um alles. 15-13 oder 14-14 Ausgleich. Auch die Gorillas mittlerweile mit einem guten Puffer auf der Bank. Scheinen da auf jeden Fall die Bombspots jetzt bombenfest zu sichern. Erste Offensive macht keinen Schaden. Tux an der ersten Box. Muddle in der Ecke. Und in der Mitte. Snow. Quantum. AWP. M4 defensiv. Instant Trade auf B. Muddle ist bekannt. Jetzt kurz vor Checkers. Aber sie kommen zu dritt. So viel in Richtung Spot. Check in die Ecke. Spät. Und da hat man gerade nochmal Glück gehabt. Hält den Cross für den Spot. Den Shot nicht setzen. Molotov in Richtung Default Blend. Ah, da verbrennt Ghost jetzt. Kommt gerade noch so aus dem Molotov raus. Cross Mock. On Spot. Immer noch close. Pre-Fight mal Richtung CT rein. Quentin mit der AWP im 1 gegen 3. Ist bekannt. Und sie verlieren keinen einzigen mehr. Und das sind sie eben. Unsere zwei Map Points. Und sie haben natürlich jetzt Defizite. Doppel-Ump. Kein Kit. Und Invictus rechnet sich gute Chancen auf den Basement aus. Hat damit gar nicht mal so unrecht. Denn da stehen Tux und Muddle. Das heißt, beide Umps auf B. Und sie müssen jetzt schnell rotieren. Quentin muss schnell sein. On-Spot. Close-Distance. Mit den Umps kann aufgehen. Sie doppeln das. Versuchen es jetzt auf die Long-Distance. Und bekommt dafür erst eine Rekordkutsche. Quantum auf 20. Gibt ein 3 gegen 3. Bombplant ist durch. Granate kommt ein bisschen too late. Und immer noch Molotovs. Smokes in den Händen von Invictus, um sich hier Heaven CT Event abzusichern. Und auch hier tun die Granaten extrem weh. Molotov ist gut. Er forst sie oben aus dem Heaven raus. Mineralbrunnen schaut. Oh, sieht sie beide. Und es ist dann eben 16-13 auf der ersten Map. Invictus Esports geht erfolgreich in Führung.